Sarah und Erik. Beide mit C. Ja. Von Knallblech. Ja. Hätte auch ja mal ein C nehmen können. Ja, dann wäre der Knall nicht mehr so da, aber gut. Das wäre was geworden. Knallblech mit C, auch nicht schlecht. Aber Knallblech mit K geht auch ganz gut, glaube ich. Wie viel seid ihr auf der Bühne? 12 aktuell. 12 Musiker. Wann habt ihr euch gegründet? 2016. Damals noch als Schülerband, ganz klassisch neben der Schule her. Und dann immer mehr und jetzt stehen wir hier. Welche Schule? Kardinal-Frings-Gymnasium in Bonn-Beuel. Man kennt sich von Querbeat beispielsweise, da kommen wir her. Genau, das wäre meine nächste Frage. Ist das euer Vorbild oder wo sagt ihr, grenzt ihr euch auch ein bisschen ab? Also Vorbild kann man schon sagen, ja, viele sind auch Fans, aber trotzdem versuchen wir unser eigenes Ding zu machen. Mit unserem eigenen Konzept und das besonders gut zu machen natürlich. Ich nehm immer das Beispiel, es gibt so viele Bands mit einem Schlagzeug, einer Gitarre, einem Bass und einem Keyboard. Und Gott sei Dank hat Querbeat diese Tür aufgestoßen, dass es jetzt auch Bands in einem anderen Format gibt. Aber natürlich machen wir andere Musik und keiner würde auf die Idee kommen zu sagen, Blackfist ist das gleiche wie Cat Ballou. Und so sagen wir, sind wir andere, eine ganz andere Band als Querbeat oder Druckluft oder es gibt ja noch in Deutschland Moop Mama, Meute, ganz viele verschiedene. Aber es ist natürlich gleiches Instrument, aber ein ganz anderer Stil. Ja. Ihr habt einen DJ dabei oder ist das kein DJ, der da hinter euch steht? Der DJ steht noch nicht auf der Bühne, da arbeiten wir noch dran, aber wir machen die selber. Also genau, wir spielen nicht mit einem Live-Schlagzeug, sondern wir produzieren die Beats vorher selber aus. Wir gehen in so eine elektronische Richtung und spielen dann eben live dazu, aber machen das alles selber auch, genau. Ziel, Chart? Charts, also das Wichtigste ist für uns, sind die Live-Auftritte, deswegen reden wir nicht von Charts. Also auf großen Bühnen zu spielen vor vielen Leuten und zu sehen, dass man alle Leute begeistern kann, aller Generationen, ist einfach das Größte für uns. Wie habt ihr die Corona-Zeit überlebt? Überraschend gut. Also wir waren selber geil. Habt ihr mal virtuell gespielt oder? Tatsächlich, also wir hatten geplant, damals 2019 haben wir gesagt, 2020 gehen wir auf unsere erste große Tour und das wurde dann natürlich nichts. Und dann sind wir einfach in die leeren Clubs reingegangen. Wir haben im Odonien gespielt, in Köln, in Bonn, in verschiedenen Locations und haben da halt Videos aufgenommen und die dann rausgehauen und dann so virtuelle Studios gemacht und Touren gemacht. Das hat auch wunderbar funktioniert, aber die Hauptsache ist natürlich beschäftigt bleiben, immer was machen. Ansonsten war das natürlich wie für alle eine sehr publikumsarme Zeit, ja klar. Wie lange seid ihr beim Stammtisch? Auch kurz vor Corona, so 2019 ging das los, haben wir angefangen. Dann hieß es auch, okay, dann wird 2020 die erste Session, wurde nichts. Dann hieß es, 2021 wird die erste Session, auch in Klammern. Und so schieben wir uns langsam nach vorne in der Hoffnung, dass jetzt die erste richtige Session kommt. Warum Karneval? Im Karneval haben die Leute Spaß. Das ist das Coolste daran, alle sind gut drauf. Und da passen wir gut hin, auf jeden Fall. Wir fühlen uns da wohl. Ziel, lachende Köln-Arena? Köln-Arena klingt nicht schlecht, ja. Da sehen wir. Ja, ordentlich Publikum. Ja, klingt gut. Nächstes Jahr sind wir dabei. Nächstes Jahr seid ihr dabei. Cool. Wusste ich noch gar nicht, aber cool, finde ich gut. Man muss Ziele haben. Das wäre auch schön, ja. Clara mit C, Erik mit C, von Knallblech mit K. Danke. Danke dir.